Ja Leute und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ich habe mir heute mal wieder drei YouTuber rausgesucht, deren Merch ich bewerten werde. Dazu gehören Julian Bam, Bodyformus und die Prank Bros. Bei unseren Nachbarn bellen die ganze Zeit die Hunde im Garten. Ich hoffe, man hört das im Video nicht oder wenn, dann nicht allzu laut. Ich schwöre, die nerven übertrieben hart, Alter. Jeden Tag bellen die von 6 Uhr morgens bis abends. Wieso hat man seine Hunde nicht unter Kontrolle und züchtet sich 18 Hunde? Ja, 18 jetzt nicht, aber 5 oder so. Darum soll es heute auch gar nicht gehen. Worum es heute aber auch nicht gehen soll, ist meine Kette. Ich zeige sie euch trotzdem kurz. Ich blende jetzt schon mal Werbung ein. Und zwar ist es die Peso Chain. Die kommt am 13. April, also Freitag der 13. heraus. Vielleicht für einige von euch ein Glückstag, weil ihr dann mal was von der Peso-Kollektion bekommt, die ja bisher immer in circa einer Stunde ausverkauft war, wenn nicht sogar schneller, wenn der Server online gewesen wäre. Dazu kann ich sagen, wir haben jetzt endlich einen Serveranbieter gefunden, der uns wirklich auch garantiert, dass die Server online sind. Das heißt, falls es nicht so ist, dann können wir jetzt sagen, so ja, gib uns jetzt mal Schadensersatz oder so. Aber wir haben jetzt einen Serveranbieter, der uns garantiert, dass die Server funktionieren. Wir haben eine neue Website und so, sind die gerade am Aufbauen und so. Ich denke, das wird auf jeden Fall ganz cool. Jetzt sollte es dann auch keine Probleme mehr beim Shoppen geben. Ja, die Sachen sind wie immer limitiert. Ihr wisst ja eigentlich Bescheid, wie bei jedem Peso-Release. Und ja, für alle Neuigkeiten gerne auf Instagram folgen. Erster Link in der Videobeschreibung. Aber mehr zur fünften Kollektion in einem anderen Video. Jetzt fangen wir an mit den YouTubern. Und zwar fangen wir an mit dem Bodyformus Shop. Ich habe mir hier die Bilder aufs Handy geladen. Und ich bewerte wie immer Shop-Design, Klamotten-Design und dann, ob das eher Merch ist oder eher Richtung Mode geht. Wir fangen an mit Bodyformus. Und zwar seht ihr hier den Shop eingeblendet. Ich würde sagen, zum Shop-Design braucht man nicht viel sagen. Sehr minimalistisch gehalten, wenn man es positiv ausdrücken möchte. Andererseits könnte man natürlich auch sagen, es ist einfach irgendwie da hingeklatscht. Zudem muss ich aber sagen, ich feiere Bodyformus eigentlich schon. Die Videos sind ab und zu echt lustig. Aber ja, den Shop, der sieht jetzt einfach, ist halt so ein Stunny Shopify Shop. Nicht mehr irgendein cooles Theme genommen, das modifiziert oder so, sondern halt einfach ja, so ein Standard-Theme. Ja, die Bilder sind auch nicht wirklich cool. Es gibt irgendwie zwei, drei Models, die stehen da halt einfach rum, haben ein T-Shirt an. Kommen wir schon zum Design, und zwar sind die hier jetzt auch eingeblendet. Also es sind halt nur so T-Shirts, die auf seine Videos anspielen. Also Prototyp Albaner, Prototyp Pole und Prototyp Kurde habe ich jetzt als Beispiel rausgesucht. Steht jetzt einfach schlicht auf dem schwarzen T-Shirt, daneben ist die Flagge. Designs finde ich nicht schlecht, relativ minimalistisch. Also das, was man mit dem Motiv noch am coolsten, sage ich mal, rausholen konnte. Aber es sind halt schon Blanks, also einfach eingekaufte T-Shirts, die bedruckt wurden. Nicht selber hergestellt, das sieht man einfach, sonst könnte man halt nicht für 17,90 € verkaufen und ja, muss ich sagen, finde ich jetzt nicht überragend, aber da kommen wir auch schon zum dritten Schritt. Das ist eher Merch als Mode, weil es einfach sehr viel mit seinen Videoinhalten zu tun hat und nicht wirklich im Fashion-Bereich anzusiedeln ist. Das sieht man auch nochmal an den anderen beiden Designs, die wir hier haben. Ein T-Shirt mit seinem Bodyformus-Logo finde ich jetzt auch nicht wirklich krass. Und der Hoodie, der kostet 22,90 €, da kann man sich vorstellen, was das für eine Qualität ist. Stelle ich mir jetzt nicht so geil vor, deswegen gibt es von mir nur eine Note 3-. Ich denke, da kommt er noch ganz gut mit weg. Aber Fashion und Mode steht bei ihm jetzt auch nicht im Mittelpunkt seines Kanals, deswegen ist das völlig in Ordnung. Kommen wir zum zweiten Shop, und zwar haben wir hier Julian Bam. Er hat eine ausgezeichnete Webseite, also das ist jetzt nicht so mein Geschmack, wo ich jetzt gerne was shoppen würde oder so, aber dafür, dass es ein Fanshop ist, ist es wirklich auf jeden Fall mega gut. Er hat hier alles gegliedert, Sweatshirts, Hoodies, T-Shirts, Hemden, Caps, Mützen, Accessoires, Jewelry, Kits und alles. Wenn wir dann zum ersten Design kommen, ist es ein roter Hoodie mit einem gezeichneten Mond drauf. Ich glaube, das ist irgendein Insider von ihm, ich weiß nicht. Der Hoodie sieht auf jeden Fall hochwertig aus. Ich weiß nicht, ob der selber produziert ist oder einfach ein hochwertiger, eingekaufter Hoodie ist, der dann bedruckt wurde. Sieht auf jeden Fall schon auf jeden Fall viel wertiger aus. Allein schon, dass hier der Hoodie vorher gebügelt wurde und nicht wie bei Bodyformus einfach so ein zerknitterter Hoodie am Model gezeigt wurde, finde ich auf jeden Fall passend. Wenn wir dann zum zweiten Produkt kommen, und zwar ist das eine Kette, die würde ich jetzt zum Beispiel nie tragen oder so, aber ich finde, das ist auf jeden Fall ein sehr cooles Gimmick, dass sowas hergestellt wurde. Vorne noch mit asiatischen Schriftzeichen. Ich weiß jetzt nicht, was das bedeutet, ob das auch ein Insider ist oder so von ihm. Auf jeden Fall denke ich, wurde die mal extra für ihn hergestellt. Cool, wenn man sowas auch noch mit einbaut und nicht nur so diese Standardsachen, sondern auch eine Kette zum Beispiel dazu macht. Deswegen finde ich, sieht das auf jeden Fall auch schon cool aus. Und als drittes hätten wir dann eine Cap. Die sieht mir sehr nach einer Standard-Cap aus, die er einfach eingekauft hat und bestickt hat. Finde ich jetzt auch nicht schlimm. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass gestickt wurde, weil es gibt ja auch Leute, die bedrucken ihre Caps. Das finde ich, sieht dann nicht sehr wertig aus. Ja, das Design gefällt mir jetzt persönlich nicht, aber ich finde dafür, dass es so ein Fanshop ist, ist halt echt gut und ist auch so ein Mix aus Mode und Merch, weil da auf jeden Fall schon viel Mühe reingesteckt wurde. Er hat viele verschiedene Sachen im Sortiment, deswegen kriegt er von mir eine 1-, weil er wirklich, bis auf die Designs, die nicht so mein Typ sind, wirklich sehr aufwendige Sachen hat, einen coolen Shop und eine coole Infrastruktur. Als drittes hätten wir dann die Prank Bros. Über den Inhalt der Videos kann man sich natürlich streiten und ob die Pranks alle echt sind, also da gab es ja schon einige Busts.
Ja, wir kommen zum Shop. Und zwar gibt es da von mir schon ein dickes Minus, weil es in Anführungszeichen nur ein 3D-Supply-Shop ist, wo halt nebendran noch ganz viele andere YouTuber ihre Shops haben. Finde ich persönlich nicht so cool, weil das halt wirklich nur so diese Merch-Ebene ist. Ich finde das cooler, wenn man schon auf Designs achtet, dass man dann auch sich einen eigenen Shop baut und so weiter. Die Sachen sind da drunter aufgelistet. Ihr seht schon, T-Shirt, T-Shirt und ein Motiv. Das gibt zum Beispiel auch nochmal einen Minuspunkt, weil nicht einfach nur T-Shirts nebeneinander sind, sondern da auch noch dieses komplette Motiv so da eingeblendet ist. Da wäre auf jeden Fall passender gewesen, 3 T-Shirts nebeneinander zu machen, als 2 T-Shirts sind einfach so ein grauer Kasten. Ja, kommen wir zum ersten Design. Und zwar ist das eine Zeichnung von den beiden. Da sieht man auf jeden Fall schon, dass es stark Richtung Merch geht, weil es jetzt kein so ein Motiv ist, was jetzt mega krass aussieht, sondern eher für Leute, die sich so mit den beiden identifizieren. Das ist auch ein eingekauftes T-Shirt, was dann einfach nur bedruckt wurde. Diesen Long-T-Fit feiere ich persönlich auch nicht so krass. Und generell finde ich, wirkt dieses Ganze auf mich so, als wäre das relativ lieblos und einfach nur, ja, bringen wir Fanshirts raus für die Leute, die uns feiern und dass wir noch ein bisschen Cash nebenbei verdienen. Aber ja, sei ihnen gegönnt, der Erfolg. Schafft auch nicht jeder. Als letztes hätten wir dann noch ein weißes T-Shirt. Das ist auch wieder ein Long-Tee. Und da haben wir das Motiv von eben drauf. Diese 2 Fäuste, die gegeneinander hauen, wo dann noch so ein Blitz entsteht. Ja, da sieht man auch wieder, es ist halt einfach nur eine Illustration. Ich glaube jetzt mal nicht, dass einer von beiden die selber gemacht hat. Ich möchte da auch niemandem zu nahe treten. Aber finde ich persönlich jetzt auch kein so geiles Design. Auf jeden Fall eher Merch als Mode. Die beiden bekommen von mir nur eine 4. Und das ist damit die schlechteste Note, glaube ich, aus den YouTuber-Merch-bewährten Videos. Ich hatte ja schon 2 davor gemacht. Warum eine 4? Weil ich finde, das ist bisher so der liebloseste Shop. Ich möchte die beiden damit jetzt natürlich auch nicht persönlich angreifen. Aber mir gefällt dieser Klamottenauftritt von denen jetzt nicht so. Deswegen, da könnte man auf jeden Fall noch dran feilen. Das war's von mir, liebe Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch gerne einen Like da und schreibt mal in die Kommentare, welche 3 YouTuber ich als nächstes analysieren soll. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute. Peace.